Herzlich willkommen an alle Fußballfreunde des FC Rot-Weiß Erfurt zu einem Special der besonderen Art. Heute eine Sendung fast ausschließlich mit unserem Trainer, mit Stefan Krämer. Am Ende der Sendung dann auch noch zugeschaltet telefonisch Thomas Kalt zu einigen Fragen, die die Fans auch bewegt haben in den letzten Tagen und auch immer noch bewegen. Ja, dann herzlich willkommen, Stefan, zu dieser Ich-stelle-mich-Sendung sozusagen. Das kennst du ja so ein bisschen auch aus dem ZDF möglicherweise. Und etwas angelehnt wird es auch sein. Zunächst ein bisschen die Gliederung. Wir sprechen über dich, über deine Entwicklung hin bis zu dem Punkt, wo die Erfurter Fußballanhänger dich jetzt auch ein bisschen näher kennengelernt haben oder auch kennenlernen wollen. Du hast ja auch gesagt, du suchst bewusst die Nähe zu den Fans, die ganz, ganz wichtig sind, zuletzt auf einem Fan-Talk, und das wollen wir ein bisschen unterfüttern und auch nachher dann in Aussicht stellen, dass du da oder dort bei dem einen oder anderen Fanclub vielleicht demnächst auch mal zu Besuch sein wirst. Ja, geboren am 23. März 1967 in Mainz. Und wenn man sagt Mainz, dort geboren, muss man dann sagen, dass ein Karnevalsjeck in dir drin steckt, oder? Ja, es stimmt, ich bin in Mainz geboren. Und es ist ja schon eine Karnevalshochburg und bin dann von Mainz nach Köln gezogen, so mit 17 und eigentlich dann von der einen Karnevalshochburg in die andere. Das ist schon so, dass es in den Städten ja Kulturgut ist und meine Eltern mich auch relativ frühzeitig in Mainz schon damit hingenommen haben zu den Umzügen und so. Mittlerweile ist es zum Glück so, dass immer dann oder allermeistens zumindest, wenn Karneval ist, ich arbeiten darf. Und dadurch in den letzten Jahren jetzt da nicht mehr so viel sehen konnte, außer Entfernung im Fernsehen halt. Ja, du bist Widder zwei Tage reingerutscht, ansonsten wärst du Fisch wie ich. Und Widder sind, wie sind sie? Ich habe mir das mal rausgesucht, positive Eigenschaften, und die kann ich aus eigener Anschauung fast alle unterstreichen. Zielstrebig bist du? Ich denke ja. Diszipliniert? Selbstbewusst, mutig, leidenschaftlich, abenteuerlustig, belastbar, durchsetzungsfähig, direkt. Passt das? Ja, es ist immer schwer, über einen selber irgendwas zu sagen, ne? Aber ich denke schon, dass viele, viele Sachen, die da aufgeführt sind, schon zutreffen. Ja? Tageshoroskop von heute. Sie können sich heute aus vollem Herzen engagieren und achten auch auf die Bedürfnisse Ihrer Mitmenschen. Das wird durchaus registriert. Passt eigentlich irgendwie zu unserer Sendung. Also das geht hin. Jahreshoroskop, auch irgendwie. Achtung, zu Beginn des Jahres wird ein Planeteneinfluss Ihnen das Gefühl vermitteln, nur von Verpflichtungen und Hemmungen umgeben zu sein. Vielleicht entstehen sogar Angst vor Einsamkeit. Es ist eine Zeit, in der Sie sich auf Ihren Kern und Ihre Wünsche besinnen sollten. Achten Sie mehr auf sich selbst und nehmen Sie Ihre Bedürfnisse und Befindlichkeiten ernst. Das mit dem am Anfang mit den Verpflichtungen, Gefühl, stark in Verpflichtung genommen zu sein, passt ja auch irgendwie, oder? Ja, passt schon. Also ich bin ja zu einer Zeit hier hingekommen, die nicht ganz so einfach ist. Und ich sehe das schon auch als große Verantwortung an, hier in leitender Position zu sein, um diese Situation nachher auch zu lösen. Mhm. Von daher passt es schon, ja. Was sind deine ersten Erinnerungen an großen Fußball, die dich möglicherweise als späteren Spieler und auch Trainer geprägt haben? Wenn wir schauen, 67, da ist ja irgendwo die, wenn wir ganz optimistisch sind, mit 5 Jahren die Europameisterschaft 72 in Reichweite oder doch erst die Weltmeisterschaft 74, bewusst wahrgenommen sozusagen. Ja. Und wo du sagst, das wäre auch was für mich, Fußball. Also bewusst wahrgenommen eher 74, weiß ich noch, wie heute. Ich war mit meinen Eltern, wir waren in Urlaub in Italien auf dem Campingplatz und haben in dem Zelt von Nachbarn, die so einen kleinen tragbaren Fernseher dabei hatten, erst gegrillt und dann das Endspiel gegen Holland geguckt. Das weiß ich noch wirklich sehr genau. Das sind so wirklich die ersten bewussten Erinnerungen. Im selben Jahr hat mein Vater mich zum ersten Bundesligaspiel mitgenommen. Das war damals HSV gegen Eintracht Frankfurt. Und ich glaube schon, dass mich vor allem diese Atmosphäre im Stadion, dass die mich schon beeinflusst hat. Seither bist du auch Fan des HSV, habe ich irgendwo gelesen, und des 1. FC Köln. Ja gut, ich habe lange in Köln gewohnt, wirklich direkt am Stadion dran, mehr oder weniger. Und wenn du in dieser Stadt wohnst, so nah noch, und habe da auch hier und da mal gearbeitet, dann entwickelt sich eine
eine Beziehung zu dem Club. Da kannst du dich als Kölner, also auch als Zugereister, kaum entziehen. Und beim HSV war es halt wirklich so, weil ich da mein erstes Bundesligaspiel gesehen habe. Das verknüpfe ich dann. Wie kam es eigentlich zu dem Wechsel aus der Geburtsstadt Mainz dann rüber in die Nähe von Köln, weil wir gerade davon gesprochen haben? Du hast dann gespielt, so sagt es die Vita, in Bad Honnef, in Rhein-Brohl. Das war dritte und auch vierte Liga, glaube ich. Wie ist der Wechsel? War das beruflich bedingt irgendwie durch die Eltern oder? Genau, mein Vater hat die Arbeitsstelle gewechselt, musste dann oder durfte in die Nähe von Köln ziehen. Ich bin damals noch ein Jahr in Mainz geblieben, weil ich mein Abitur erst fertig machen wollte. Und hatte dann ein Angebot vom FV Bad Honnef. Das ist hat gut gepasst, weil es in der Nähe von meinem Elternhaus war. Und wir haben dann da, hieß damals Oberliga, ist jetzt vergleichbar mit der dritten Liga. Oberliga noch dran, glaube ich, damals. Genau, ja, genau. Viele Traditionsvereine drin, Rot-Weiß Essen, Fortuna Düsseldorf zu der Zeit, Alemannia Aachen. Hat Spaß gemacht zu spielen. Und aber für mehr hat es bei mir aktiv nicht gereicht. Ich war zu lahm. Ich hatte, mein rechter Fuß ist heute immer noch und war damals auch eine Katastrophe. Und also leider nie ein richtiger Profi geworden. Du bist Flügelspieler gewesen. War das damals noch ein Linksaußen oder ein linker Läufer oder Ja, also früher gab es noch Libero zu meiner Zeit, zwei Manndecker, dann zwei linke Mittelfeldspieler defensiv und zwei äußere Mittelfeldspieler defensiv. Zwei äußere offensiv. Ich war der Linke auf der eher defensiven Seite. Was hat man dir damals für diese Position beigebracht, was heute noch gelten könnte oder überhaupt heute noch gilt? Oder ist der Fußball ganz anders geworden? Nee, also mein damaliger Trainer war Heinz Hornig und er wollte auch, dass man als linker Verteidiger eigentlich immer im Angriff auch sich mit einschaltet. Das ist ja heute, sind die Außenverteidiger fast schon Außenstürmer, je nachdem, wie die Mannschaft aufgestellt ist und was der Trainer für Aufgaben verteilt. Das war damals allerdings auch schon so bei uns. Und natürlich war die Hauptaufgabe, die Seite zuzukriegen, aber auch immer wieder mit vorne dabei zu sein. Gutes Flankenspiel war absolut erforderlich, das ist heute auch noch so. Von daher, der Fußball hat sich schon entwickelt, aber es gelten immer noch Dinge, die damals gegolten haben, heute auch noch. Und dann musstest du deine Karriere relativ, ja, doch dann zeitig mit um die 30 herum beenden. Warum? Ich hatte ein bisschen Probleme in meinem Knie und es war damals so, dass ich war damals vierte Liga, ich war Mannschaftskapitän und unser damaliger Trainer wurde entlassen und der Präsident hat gesagt, du bist auch im Moment verletzt, Junge, dann mach doch solange bis wir einen neuen Trainer gefunden haben, mehr oder weniger kommissarisch das Traineramt. Und aus diesem ja mehr oder weniger kommissarischen vier Spielen, die wir dann alle gewonnen haben, irgendwie zum Glück, hat sich dann ja eine Trainerlaufbahn entwickelt. Der damalige Verein Rhein-Brohl war das, hat mir angeboten, einen Zweijahresvertrag als Trainer. Ich bin da ein bisschen mit schwanger gegangen mit der Entscheidung, weil die Zeit als Fußballer kommt ja nicht zurück. Hab mich aber dann doch entschieden, weil als erste Trainerjob in der vierten Liga, das war schon sehr reizvoll für mich. Aber da ist noch mehr passiert. Auf einer Strecke so zwischen 1998, als das mit dem Trainerwesen sozusagen begann, und 2011, nicht nur in Rhein-Brohl Trainer, Fußballlehrer irgendwo in dieser Strecke auch abgelegt, Hennes Weisweiler Akademie in Köln, viertbester des Jahrgangs. Und dann hattest du auch noch einen Beruf daneben, ganz normalen Beruf, glaube ich. Ne? Du warst irgendwie bei der Versicherung tätig. Ja, genau. Also bei dem damaligen Verein, der hat schon meine Hauptarbeitszeit in Anspruch genommen. Allerdings, wir waren der kleinste in der Viertliga spielende Club in Deutschland. Und das war jetzt, also von der Kohle hätte man nicht leben können. Ne? Und ich musste mir auf jeden Fall noch ein zweites Standbein schaffen. Und ich war damals bei einer privaten Krankenversicherung, wo es auch um Sport ging, weil wir viele Sportler privat krankenversichert haben und diese Pakete auf die jeweilige Sportart und auf den jeweiligen Typ zugeschnitten haben. War auch spannend. Aber jetzt mittlerweile bin ich froh, dass ich das, was mich am meisten antreibt, auch hauptberuflich machen kann. Ja, und der Knopf ist aufgegangen. Du betratest die Bühne des großen Fußballs mit leichter Zeitverzögerung, nämlich als Co-Trainer bei Arminia Bielefeld. Wie ist das gegangen? Wie kommt man sozusagen von Rhein-Brohl zu Arminia Bielefeld an die Seite von Markus von Ahlen, der, glaube ich, damals der Cheftrainer erst war? Genau, also ich bin Markus heute noch sehr dankbar, dass er mich damals dazugenommen hat. Es war so, dass Arminia einen Co-Trainer gesucht hat und die sich in Köln beim Fußballlehrerlehrgang erkundigt haben, wer denn vielleicht da denkbar wäre. Mein damaliger Ausbilder Frank Wormuth hat mich da glücklicherweise genannt. So kamen die ersten Gespräche zustande. Und es war dann so, dass wir uns vereinbart haben, das zusammen zu machen, sind dann aber ganz schlecht in die Runde gestartet.
und waren ganz im Tabellenkeller nach 10 Spielen. Der Verein hat sich dann damals entschieden, Markus van Aalen zu entlassen. Ich habe dem Verein damals gesagt, eigentlich müsst ihr mich mitentlassen, weil wir haben das hier zusammen gemacht und ich sehe mich da genauso in der Verantwortung. Zum Glück war irgendwie, glaube ich, keine Kohle da, beide rauszuschweißen. Und auch da sollte ich es erstmal wieder kommissarisch machen, zumindest mal für 2 Wochen. Und es lief dann sehr erfolgreich an und die Mannschaft hat sich damals auch dafür ausgesprochen, das mit mir weiterzumachen. Und so hatte ich das wirklich, ja, Quäntchen Glück, muss man schon sagen. Vielleicht war es sogar ein Quantum Glück. Und von da an haben wir angefangen zu gewinnen und dann hat sich's halt entwickelt. Ja, und zwar sehr, sehr gut. Du bist dann mit Arminia Bielefeld hochgegangen in die zweite Liga. Aber nicht nur deine fachlichen Fähigkeiten strahlten hinaus in die Republik. Ein neuer Typ ist sozusagen seinerzeit am Fußballhimmel aufgetaucht. Ein Wuschelkopf, der immer unter Strom stand und der dann auch noch ein Glaubensbekenntnis der ganz besonderen Art an Arminia Bielefeld ablegte. War das im Nachhinein ein Tick zu viel, weil man das ja denkt, als Fußballtrainer hat man ja so bei einem Club vielleicht 3-4 Jahre, wenn es auch gut läuft, dann zieht die Karawane dann auch schon irgendwie weiter, wenn man selber weiter will oder aber auch dann vielleicht bei dem Verein nicht mehr, bei dem man ist, nicht mehr gerade so richtig zurechtkommt. Hattest du das damals aus einem Anfall von Leichtfertigkeit getan oder würdest du sagen, auch heute, das schmälert ja deine Liebe zu Rot-Weiß Erfurt nicht, auch heute denkst du mit guten Gedanken an Arminia Bielefeld zurück? Ja, das auf jeden Fall. Das war eine einzigartige Zeit. Und dieses Tattoo ist ja zustande gekommen über eine Wette eigentlich, mehr oder weniger. Da waren wir Letzter und ich habe mir die Zeit genommen, eigentlich fast jeden Abend in Bielefeld rumzufahren und die Fanclubs zu besuchen, weil ich ähnlich wie heute der Meinung bin, das geht nur mit den Fans im Rücken, ein gewisses Ziel zu erreichen. Und das damals war auch das Ziel, nicht abzusteigen. Und bei irgendeinem dieser Fanclub-Treffen hat ein damals ja, leicht angetrunkener Gast hat zu mir gesagt, pass mal auf, Krämer, du bist ein guter Junge, wenn wir mit dir schaffen, in die zweite Liga aufzusteigen, dann musst du aber irgendwas Besonderes machen, ein Tattoo oder so. Und dann habe ich gesagt, Junge, guck mal auf die Tabelle, wir sind 20. in der dritten Liga, sollen wir uns jetzt hier über die zweite Liga unterhalten, ernsthaft? Oder, na, aber wenn wir das irgendwann mal schaffen, dann machst du das. Und dann habe ich gesagt, komm, damit ich jetzt meine Ruhe habe, sage ich ja, weil ich da damals nicht eine Sekunde dran gedacht habe, dass das 1,5 Jahre später Realität wird. Und als wir dann unser letztes öffentliches Training vor unserem Endspiel gegen Osnabrück hatten, um den Aufstieg, stand dieser junge Mann, den ich mittlerweile komplett verdrängt hatte, stand am Rand und sagte, Krämer, du weißt doch noch, was du versprochen hast. Und ich sage, naja, hilf mir, ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, dass du dich tätowieren lässt, wenn wir aufsteigen. Und weil ich jemand bin, glaube ich zumindest, auf den man sich verlassen kann und dem sein Wort was gilt, wenn ich es denn dann gegeben habe, auch ein bisschen leichtfertig, habe ich es natürlich eingelöst. Ja, da treten jetzt natürlich bei weiteren Vereinen Begehrlichkeiten auf. Ich habe das auch aus unseren Fankreisen schon gehört. War das in Cottbus auch mal ein Thema, irgendwie, dass die Leute gesagt ja, haben? Ja, die Frage kam schon gefühlt 400 Mal und wird wahrscheinlich auch noch ein paar Mal kommen. Es ist einfach so, das war eine einzigartige Zeit. So ein Tattoo ist auch was Einzigartiges und ich weiß nicht, wenn wir hier unsere Ziele erreichen, könnte ich mir vorstellen, auch irgendwas zu machen. Ob das dann unbedingt ein Tattoo sein muss, weiß ich nicht. Ja, über die Ziele hier bei uns kommen wir. Wir sprechen ja gleich in einer kurzen Musik. Vielleicht noch ein Satz zu Cottbus, wo du ja auch, als du sie übernommen hast nach dem Abstieg, sehr erfolgreich warst. Du hast sie, manche Mannschaften, die aus der zweiten Liga kommen, die federn gleich durch, haben es schwer, überhaupt die Klasse zu halten. Im Augenblick sieht man das an Aalen auch ein bisschen. Wir haben auch schon erlebt, dass Mannschaften durchgereicht worden sind. Du bist 7. geworden in der ersten Saison, hast den Landespokal gewonnen. War es im DFB-Pokal. Warum ging das dann in der zweiten Saison nicht mehr so gut? Stimmt, also im ersten Jahr lief es sehr gut, weil wir, als ich dahin kam, keinen einzigen Spieler hatten oder vielleicht 2. Und wir waren bis zum 30. Spieltag im Aufstiegsrennen, also von daher lief das alles schon eigentlich besser wie erwartet. Im zweiten Jahr haben wir auch sehr gut angefangen. Das hat die Erwartungen steigen lassen, aus meiner Sicht ein bisschen realitätsfremd. Mhm. Und als wir dann mal eine Phase hatten, die im Fußball, ich glaube bis auf Bayern München, jeden Verein irgendwann mal erwischt und ich mit diesen Fieberkurven aber nicht so viel anfangen kann, hat der Verein sich entschieden, den Trainer auszutauschen. Ist ein gutes Recht, ob ich das verstehen muss, das bleibt ja dahingestellt. Gott sei Dank hat er das getan. Sonst wärst du nicht bei uns. Jetzt spielen wir ein bisschen Musik und dann kommen wir halt eben zu dir und zu Rot-Weiß Erfurt zur Jetzt-Zeit.
Ja, wir sind Helden, wir müssen noch in der Klasse bleiben, kommen wir gleich zu. Ich habe eben vergessen, während deiner Zeit in Köln hast du ja selber auch, weil wir gerade hier bei der Musik sind, aufgelegt, warst DJ. Ja, das ist schon weit über 25 Jahre her, ja. Und nur aufs Hobby. Aus. Ab und zu mal, ich sehe gerade zwei Technik-Schallplattenspieler nebeneinander und ganz alte Schule, ja. Ja, alte Schule. So, jetzt sind wir bei Weihnachten. Also in der Zeit, wir drehen die Zeit jetzt nur 2 Monate zurück und wie muss man sich als Fan des FC Rot-Weiß Erfurt vorstellen, dass du nach knapp 3 Monaten, 10 Wochen Cottbus, wo wir eben da waren vor der Musik, dann plötzlich mit Rot-Weiß Erfurt in Verbindung warst. Wie ging das? Ich war mit den Hunden im Wald spazieren, als das Telefon klingelte und da war Herr Rombach dran und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, ob ich überhaupt vertraglich in der Lage wäre, einen anderen Verein zu trainieren und ob ich auch mir vorstellen könnte, Trainer von Rot-Weiß Erfurt zu sein. Und das war für mich relativ schnell klar, dass es auf jeden Fall spannend ist. Ich musste aber erst mich mit Cottbus einigen, weil mein Vertrag, ich war nur freigestellt, also musste noch eine Vertragsauflösung hinbekommen. Deswegen hat sich das nochmal ein paar Tage verzögert und ich brauchte diese Zeit auch, weil ich das große Glück hatte. Ich empfinde es zumindest als Glück, dass ich zwischen 3 verschiedenen Möglichkeiten wählen konnte. Und deswegen hat sich das ein bisschen hingezogen, habe mich aber dann aus voller Überzeugung jetzt hier für Rot-Weiß Erfurt entschieden. Aber du hattest doch schon mal ins Jahr 2015 reingeschaut und gesehen, dass da nicht so schrecklich viel gewonnen worden war. Dieses Jahr 2015 liegt ja wie ein bisschen Nebeltau über uns. Ja, und nach dem ersten Kontakt fängst du natürlich als Trainer an, den Verein, wo du dann vielleicht arbeitest, ein bisschen zu durchleuchten und Informationen zu sammeln, das ist ja klar. Und da war es schon sehr auffällig, dass das Jahr 2015 eigentlich eins ist, das man getrost vergessen kann als Rot-Weiß Erfurt-Fan, weil ich glaube in 38 Pflichtspielen 1 Punkt im Schnitt. Also es war eine relativ lange Zeit, wo es dem Verein sportlich nicht so gut ging. Und dann stehst du halt irgendwo auch dann zurecht da, wo du in dem Moment stehst. Aber das hat mich keineswegs abgeschreckt, sondern eher noch angefixt. Diesen Punkteschnitt hast du bereits übertroffen. In 4 Spielen haben wir nämlich schon 6 Punkte jetzt, seit du die Hauptverantwortung hast als Cheftrainer bei Rot-Weiß Erfurt. Dann der tolle Sieg zum Auftakt gegen Dynamo Dresden war so ein richtiges Ausrufezeichen. Die nächsten beiden Spiele, zumindest vom Ergebnis her, haben sie uns dann alle, deine Person wahrscheinlich inklusive, nicht so ganz zufriedengestellt. Wobei dann in Stuttgart, da waren wir wirklich, das war eine nach meinem Dafürhalten ganz großartige Leistung und da hätte sich, glaube ich, der Gastgeber gar nicht beschweren können, wenn wir 4 oder 5 0 da gewonnen hätten. Ja, das ist dann auch ein bisschen das Haar in der Suppe, ne? Weil diese vielen Möglichkeiten, mir geht es gar nicht um die Viertelstunde, die ich dann draußen hätte, ein bisschen ruhigeres Leben gehabt, sondern diese dritte Liga ist halt so eng, dass es nachher vielleicht auf 1 oder 2 Tore ankommt, die darüber entscheiden, ob du die Liga hältst oder nicht. Und wenn du, was ganz selten ist, mal die Chance hast, in der Liga als Tabellen-17. Wirklich mit 2, 3, 4 Toren Unterschied vielleicht zu gewinnen und schaffst es dann nicht, diese Chancen zu nutzen, dann ist das ein Ärgernis, aber es hat klar überwogen, die Freude und das Glücklichsein über den wirklich guten Auftritt in dieser Drucksituation, da kann man der Mannschaft wirklich nur zu gratulieren, habe ich auch mehrfach getan. Und jetzt müssen wir diesen Schwung ins nächste Heimspiel mitnehmen. Dessen ungeachtet, wo klemmt's im Augenblick noch? Wo klemmt die Säge am meisten? Du hast bei vielen Gelegenheiten gesagt, ja, Standards ein Problem, Umkehrspiel, zu viele, teilweise unverständliche Blackouts, Sekundenschlaf bei dem einen oder anderen, der uns dann ein Tor kostet, Chancenverwerter haben wir schon angesprochen. Sind das die Punkte, an denen man jetzt noch feilen muss? Ja, wir sind noch lange nicht fertig, ne? Also gerade erst angefangen und alle Baustellen zu schließen, wirst du im Fußball sowieso nie schaffen. Das perfekte Spiel gibt es nicht. Und wenn du auf Platz 17 bist, dann ist es ja klar, gerade wenn du anfängst, dass du nicht vor Selbstvertrauen strotzt, sondern dass sich das entwickeln muss über Erfolgserlebnisse im Training, dann zum Glück auch in den Spielen. Ich bin mit den 6 Punkten aus den 4 Spielen bin ich sehr zufrieden. Ich bin auch, anders wie vielleicht der ein oder andere, zufrieden mit den Ergebnissen um uns rum letzte Woche, weil das dafür gesorgt hat, dass die Liga gerade im unteren Bereich sehr eng zusammengerückt ist. Und jetzt, wir sind nicht mehr die einzig Gejagten von den 3 hinter uns. Na, ganz genau. Also da jeder, der, ich sag mal, nicht mehr wie 30 Punkte hat, der muss eigentlich sich Gedanken machen. Und je größer dieser Kreis von Mannschaften ist, umso besser, finde ich es. Ist mir eigentlich fast lieber, als jetzt vielleicht 4 Punkte vor Rostock oder Stuttgart Vorsprung zu haben. Und so müssen wir halt Woche für Woche ans Limit ran.
In den Trainingswochen, jetzt die Woche war auch wieder höchst intensiv, weil das eigentlich der Fußball ist, den ich haben will. Und ich glaube, dass du nur so spielen kannst, wie du auch trainierst. Mhm. Deswegen legen wir da großen Wert drauf, dass auch im Training die Intensität möglichst nah am Spiel ist. Aber Spieler machen halt auch Fehler. Und diese Fehler versuchen wir aus den Köpfen der Spieler zu verbannen. Fehler gibt es bei mir nicht. Es gibt nur die falsche Reaktion auf einen Fehler. Und dieser Entwicklungsprozess in der Birne der Spieler, der geht bei dem einen ein bisschen schneller als bei dem anderen. Mhm. Aber wir arbeiten dran. Und bei Standards vollkommen richtig. Offensive Standards müssen wir besser werden im Einlaufen. Defensive Standards müssen wir besser verteidigen. Und jetzt auf Stuttgart bezogen halt die Effektivität im Ausnutzen der Chancen. Ja. Wobei, das hast du ja auch schon angesprochen, wir partiell ein bisschen zu klein sind beim Verteidigen der Standards und so. Möglicherweise auch ein bisschen zu lieb, zu brav, zu ruhig die Mannschaft? Ich habe die Mannschaft als extrem gute Charaktere kennengelernt, allerdings sehr ruhig. Sehr viele sehr ruhige Spieler, introvertierte Spieler, gerade die erfahrenen Jungs. Ich kann die Charaktere der Spieler nicht ändern, das will ich auch nicht, aber jeder Charakter hat natürlich eine gewisse Bandbreite. Und diese Woche, wer oben beim Training war, einige Kollegen der schreibenden Presse waren oben, die haben sich gewundert, wie laut es auf einmal auf dem Platz war und wie Spieler, die sie gar nicht in dieser Rolle kennen, auf einmal auch verbal nach vorne gehen. Genau das wollen wir entwickeln. Ich will eine laute Mannschaft, eine lebendige Mannschaft, eine Mannschaft, die sich gegenseitig pusht, aber auch, wo es klare Hierarchien gibt und nicht jeder jedem auf der Nase rumtanzen kann, sondern es muss Führungsspieler geben, die dann aber auch wirklich führen. Mhm. Kommen wir mal zu ein paar Positionen und zu ein paar Spielern, Namen. Zum Beispiel hat viele ja bewegt in letzter Zeit. Warum hat eigentlich der Torwartwechsel stattgefunden? Das ist ganz einfach erklärt. Also wir haben zwei sehr gute Torleute. Das ist mal die gute Nachricht für alle. Und da ist es schwer, weil sie haben unterschiedliche Stärken und Schwächen, den für uns besseren rauszufiltern. Ich habe dann am Anfang sehr auch dem Torwarttrainer vertraut, was ich immer noch mache. Wir haben Erik Domaschke im Tor gelassen. Er hat auch nichts Großartiges falsch gemacht. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Er hat auch vernünftig trainiert. Aber speziell in den letzten 14 Tagen hat Clevit so gut trainiert und Trainingsleistung ist nun mal eine der Dinge, auf die ich am meisten achte, dass wir an seiner Nominierung überhaupt nicht vorbeikamen. Und er hat Bälle gehalten, wo wir wirklich draußen den Mund nicht mehr zubekommen haben und haben gesagt, das gibt's doch gar nicht, den kannst du nicht halten. Mhm. Aber er hat sie gehalten. Erik hat auch gut gehalten. Und trotzdem haben wir nachher gesagt, ja, diese Trainingsleistung müssen wir honorieren. Mhm. Also es war eine Entscheidung für Clevin und nicht gegen Domaschke. Mhm. Ich mische jetzt mal meine eigenen Fragen schon mit denen, die uns erreicht haben von den Fans draußen, die uns hoffentlich in großer Zahl zuhören. Gerade auch zu der Frage Clevin Domaschke, wird im Torwarttraining auf die Schwächen und Stärken beider mit speziellen Trainingsformen eingegangen? Ja, also wir haben mit Zwartig einen Top-Torwarttrainer. Und Clevin ist, glaube ich, fußballerisch zu entwickeln. Da wird sehr, sehr, sehr viel dran gearbeitet, auch spezifisch dran gearbeitet, auch über das normale Trainingsmaß hinaus. Das nur als Beispiel. Mhm. Dazu gehört auch noch hier, welche grundlegenden Basics werden im Torwarttraining permanent gearbeitet? Welche besonderen Trainingsformen baut man ein, um beide stärker zu machen? Ja, wäre jetzt eher eine Frage, wenn unser Torwarttrainer hier auch wäre. Alle Torwarttechniken werden bei uns unter der Woche verpackt in die unterschiedlichsten Trainingsformen, allein mit den Torleuten, in kleineren Gruppen, aber auch im Mannschaftstraining natürlich. Und die speziellen Dinge, da wäre wirklich René Zwarzig der bessere Ansprechpartner. Mhm. Was ist mit Fabian Hergesell? In der Hinrunde Stammspieler und das scheint im Augenblick eher nicht der Fall zu sein mehr. Aber Fabi ist ein erfahrener Spieler, der ja auch schon, bevor ich hier Trainer war, glaube ich, die letzten beiden Spiele vor Weihnachten nicht gespielt hat, wenn da meine Informationen richtig sind. Er hat ja gegen Groß Asbach gespielt, da hat er eigentlich das auch vernünftig gemacht. Wir haben nur gegen Stuttgart jetzt auf der Außenposition rechts einen extrem schnellen Spieler erwartet und haben uns dann entschieden, mit Luca Odak, der ja eigentlich auf der rechten Seite beheimatet ist, ihn nach links rüber zu holen, weil er aus unserer Sicht die höhere Grundschnelligkeit hat. Und Luca hat das auch gut gemacht links. Und könnte dann Menz, wie beim letzten Mal, seine Heimat rechts hinten finden? Oder siehst du das eher als Experiment, das nicht von Dauer sein muss? Es muss nicht von Dauer sein, wobei ich Menzer aus seiner Zeit bei Union
auch als rechten Verteidiger kenne. Da hat er, war er mit Matuschka zusammen so eine Art Publikumsliebling, weil er diese Position auch sehr mutig und aggressiv gespielt hat. Und er kann das auf jeden Fall. Er kann allerdings auch auf der 6 spielen und er kann Innenverteidiger spielen. Und solche Spieler, die auf mehreren Positionen einsetzbar sind, ist gerade, wenn man hin und wieder auch mal versucht, Ideen zu entwickeln, um dem nächsten Gegner ein bisschen zu überraschen, sind so Spieler natürlich gut, dass man sie im Kader hat. Was bedeutet die sich allmählich abzeichnende, er hat ja ein paar Minuten gespielt, Rückkehr von Jens Möckel für die Mannschaft und im Besonderen auch für die beiden dort permanent anzutreffenden Innenverteidiger, also den André und den Mario? Für die Mannschaft ist die Tatsache, dass Jens seit Weihnachten wieder regelmäßig im Mannschaftstraining ist und jetzt auch zurück im Aufgebot total wichtig, weil es ist ein Führungsspieler. Er ist, obwohl er im Moment ja noch nicht unter den ersten 11 ist und auch erst ein paar Minuten Einsatzzeit bekommen hat, ein Führungsspieler, weil er sehr laut ist, weil er Sachen klar und direkt anspricht, weil er für eine Hierarchie in der Mannschaft sorgt, weil er eine unglaubliche Erfahrung hat, weil er ein Rot-Weiß-Erfurt-Herz hat, das muss man einfach so sagen. Und nach dieser langen Verletzung braucht er natürlich noch ein bisschen. Und wir müssen auch sehen, dass wir ihn in die bestmögliche Verfassung kriegen, wenn wir in die letzten, ich sag mal, 6 bis 8 Endspiele um die Runde, um die Klasse eintreten. Und da kann es sogar sein, dass wir ihn auch irgendwann mal wieder auf dem Aufgebot rausnehmen und ihn mal 90 Minuten in der U23 spielen zu lassen, um ihn einfach in die bestmögliche Verfassung zu bringen. Dass er da noch nicht sein kann nach dieser ewig langen Verletzung, ist klar. Weil du von der Hierarchie gesprochen hast, hat die Verpflichtung von Daniel Brückner das Mannschaftsgefüge, sprich auch die Hierarchie, verändert, beeinflusst? Nein, also auf keinen Fall negativ. Auch Daniel Brückner hat ein Rot-Weiß-Erfurt-Herz. Das kann man nun wirklich so sagen. Und er hat vom ersten Tag an klar gemacht mit seinem Auftreten, dass er überhaupt keine extra Bratwurst gebraten bekommen will, sondern hat sich ganz normal in die Mannschaft integriert, ist super aufgenommen worden, hat sich selber von Anfang an total problemlos eingefügt ins Kollektiv. Und wir haben mit ihm einfach einen klasse Spieler dazu bekommen, der mit seiner Erfahrung und seiner Leistung auch Führungsspieler ist, das ist klar. Kann man im Abstiegskampf, so fragt einer, mit einem Stürmer bestehen? Er subtrahiert natürlich jetzt Leute wie Usan und Schiemeier, aber in der Tat ist es ja so, dass Usan jetzt auch gegen Würzburg am Samstag wahrscheinlich noch nicht wieder so weit sein wird, laboriert immer noch und Schiemeier sucht nach seiner Form. Und dann bleibt Carsten. Ja, Carsten macht sehr gut. Es hätte auch einen gewissen Charme, wenn er gesund bleibt. Da müssen wir nicht drum herum reden. Er ist ja auch unser bester Torschütze. Und wird auch nicht jedes Mal wieder neu nominiert zum Torschützen des Jahres, dass er wirr im Kopf wird vielleicht oder so. Ja, ich weiß nicht, ob ihn das beeinflusst hat und wenn ja, wie. Positiv. Mir wäre es aber auch lieber, er wird statt einem Tor des Jahres 5, 6 einfache Dinger reinmachen. Das wird uns natürlich mehr helfen. Aber ich messe generell einen Stürmer nicht unbedingt nur an der Anzahl der Tore, sondern auch, was leistet er für die Mannschaft auch schon gegen den Ball. Und da ist Carsten nun wirklich extrem fleißig. Und manchmal fehlt ihm dann bei der Ausnutzung dieser Chancen das letzte Korn, weil er eben auch vorher viel für die Mannschaft gegeben hat. Das darf man nicht unterschätzen, aber nur so geht Abstiegskampf. Wir können keinen Stürmer gebrauchen, der vorne wartet, bis ihm die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Das können wir hier nicht leisten, sondern wir müssen das im Kollektiv lösen. Und auch Schiemeier wird wieder seine Form finden. Sprechen wir mal über jemanden, bevor wir dann wieder ein kurzes Musikstück einstreuen, den manche schon rund um das Steigerwaldstadion das Phantom nennen. Patrick Schikowski. Ich hatte dir das Vergnügen, ihn mit allen anderen neu zugekommenen Spielern im Sommer vorzustellen, aber gesehen hat ihn noch keiner. Was ist eigentlich mit dem Jungen? Die Fans fragen sich teilweise, wer sich noch an ihn erinnert. Wo ist der? Na, er ist im Mannschaftstraining. Er hatte natürlich mit der langen Verletzung auch zu kämpfen und war dann nach der Vorbereitung, die er eigentlich ganz gut angefangen hat, hat er wieder einen kleinen Rückschlag bekommen, musste in Behandlung nochmal ein paar Tage und jetzt ist er im Moment eigentlich stabil am Trainieren
Und wir müssen mal sehen. Er hat natürlich auf der Außenposition, wo er zu Hause ist, jetzt mit Benamar, mit Brückner, mit Aydin, mit Piegel, mit Höcher, natürlich auch eine gewisse Konkurrenz, darf man nicht ganz vergessen. Und einen Trainer, der früher die Position selbst gespielt hat und neu schaut. Ja, das kommt noch dazu. Nein, er ist Teil des Kaders und hat die Möglichkeit, sich durch Trainingsleistung genau wie jeder andere anzubieten. Mhm. Dann spielen wir ein bisschen Musik und dann geht's querbeet durch die Fragen der Fans. So, jetzt geht's, wie gesagt, querbeet mit den Fragen der Fans weiter. Das ist jetzt nicht mehr so in dem Sinne strukturiert, sondern so, wie sie reingekommen sind. Da die erste Frage, was hat sich deiner Meinung nach seit der ersten Trainingseinheit, die du absolviert hast, bis heute verändert in der Mannschaft, in der Truppe? Von welchem Spieler bist du am meisten begeistert und von wem eher enttäuscht? Ob du da was zu sagen hast, weiß ich nicht. Und dann nicht gerade passend dazu, was macht die Wohnungssuche? Ich weiß nicht, sonst erinnere ich dich. Wenn du das vergisst, erinnere ich dich wieder. Okay. Okay. Also ich fange mal an mit dem, was sich aus meiner Sicht verändert hat. Das allererste Training habe ich mir eigentlich relativ kommentarlos angeguckt, um irgendwie mal einen Überblick zu kriegen. Mhm. Und da ist mir schon aufgefallen, dass nach Ballverlust ist, ja, 3 Sekunden, 4 Sekunden dauert, bis die Mannschaft mal wieder dran denkt, gegen den Ball zu arbeiten. Mittlerweile sind wir so im Schnitt bei 2 Sekunden. Das ist also eine deutliche Verbesserung des Verhaltens nach Ballverlust. Das ist aber auch so ein bisschen mein Steckenpferd. Da geht es auch in jedem Training drum. Wenn man sich die Entstehung der Tore gegen Dresden zum Beispiel anguckt, auch die Entstehung des Elfmeters oder des 3-1, das sind genau diese Elemente zum Tragen gekommen. Das heißt, das verinnerlicht die Mannschaft sehr schnell. Es gibt viele Spieler, von denen ich wirklich sehr überrascht bin, wie gut und wie schnell sich entwickeln. Ich nenne mal einen, der noch gar nicht so im Fokus war, aber den ich hier als großes Talent ansehe, Theodor Bergmann. Mhm. Der ist ein sehr guter Junge, der hört sehr genau zu, der hat ein großes Potenzial, der ist jetzt natürlich parallel mit seiner Schule, Abitur beschäftigt, aber das ist ein Spieler, den ich mir sehr gut, also dessen Entwicklung ich mir sehr gut vorstellen kann. Die Wohnungssuche ist eigentlich abgeschlossen. Wir wohnen jetzt in der Nähe vom Dom. In der nicht genau sagen wo, sonst hast du gleich dann... Gut, in der Nähe vom Dom. Ja. Und ja, eigentlich mittendrin, genau da, wo ich hin wollte, nämlich mitten rein, nicht irgendwo außerhalb. Wir heißt mit Freundin und 2 Hunden. Genau, ja. Genau. Deswegen, also mit 2 Hunden ist auch nicht so einfach, eine Wohnung zu finden. Deswegen hat sich ein bisschen gezogen. Aber jetzt fühlen wir uns wohl, sind mitten im Epizentrum und genau da wollten wir hin. Okay. Wie ist der Kontakt mit Benamar zustande gekommen? Der Benamar-Kontakt ist zustande gekommen erstmals über seinen Berater, der für ihn einen neuen Verein gesucht hat, als Bielefeld sich entschieden hat, ihn auszuleihen. Und als wir davon gehört haben, habe ich mich bei
Spielern, die zusammen mit mir aufgestiegen sind damals, die jetzt auch noch in Bielefeld sind, unterhalten, was sie von ihm halten, ob sie ihn empfehlen können. Und alle haben unisono eigentlich zugeraten. Und als wir dann noch ein paar Videos von ihm gesehen haben, die uns überzeugt haben, war es eigentlich relativ schnell klar, dass wir ihn, wenn es denn wirtschaftlich passt, holen. Was kannst du mit dem Wort Thüringen Derby, Landespokal und einer Mannschaft, die die meisten hier namentlich nicht nennen wollen, ich sag mal, wer gemeint ist, Karls als Jena, anfangen? Also generell habe ich noch keins gesehen. Ist ja klar, mit dem Wort Derby kann ich relativ... Da brennt die Luft in einer Art und Weise. Mit dem Wort Derby kann ich eine ganze Menge anfangen. Also Bielefeld-Münster oder Cottbus-Dresden oder so, das sind auch Spiele, wo die Luft gebrannt hat. Also von daher kann ich mir vorstellen, welche Bedeutung das für Fans hat. Hier in Erfurt dieses Spiel. Mit dem Pokal kann ich eine ganze Menge anfangen. Ich habe ihn zweimal mit Arminia gewonnen und einmal mit Cottbus. Und das ist auch hier neben dem Klassenerhalt natürlich das zweite Ziel, wieder im DFB-Pokal zu spielen, nächstes Jahr im neuen Stadion. Und wenn es denn Jena wird im Endspiel, dann wird es eben Jena. So einfach ist das. Man muss es nehmen, wie es kommt. Wie es kütt, wie wir in Köln sagen. So genau. Wann rechnest du mit den ersten Vertragsverlängerungen? Wie weit sind Verhandlungen mit Spielern schon gediehen? Bist du beteiligt oder sagst du, okay, komm, macht ihr mal, macht Thorsten mal, oder? Na, ich glaube, dass alle die keinen Vertrag haben über die laufende Saison hinaus, und eigentlich sind das ja eine ganze Menge, die auch noch Vertrag haben, mit denen ist, glaube ich, schon zumindest im Ansatz gesprochen worden. Ich glaube, dass mit Laurito und Odak, dass es da schon sehr weit ist. Bei dem einen oder anderen, ich habe eben nochmal mit Okan gesprochen, da wird es dem nächsten Gespräch geben mit Okan Aydin. Und natürlich wird das parallel zum Abstiegskampf in den nächsten Wochen stattfinden. Es darf halt nicht die Konzentration aufs Wesentliche stören. Das ist mein Hauptantrieb in dem Ganzen. Aber das ist im Fußball normal, dass es auch schon mal parallel nebenher läuft, ohne, ich glaube, ich habe die Jungs ganz gut kennengelernt, wir haben einen guten Draht zueinander entwickelt. Ich glaube, dass auch die noch keinen gültigen Vertrag über die Saison hinaus haben, sich voll reinhängen. Unabhängig will einer wissen davon, dass wir natürlich noch nicht wissen, wie geht diese Saison aus, aber hast du sozusagen vor deinem geistigen Auge auch schon so ein paar Spieler im Auge, die uns gegebenenfalls in der nächsten Saison weiterhelfen könnten? Und weiter gefragt, wie sehr bist du im Thema A-Junioren? Hast du schon mal das ein oder andere Training oder ein Spiel gesehen? Gibt es einen Austausch? Wie sieht er aus mit Markus Jahn, mit Benjamin Adam? Also ich habe ein relativ großes Netzwerk und eine relativ große eigene Datei von Spielern, von denen ich denke, dass sie erstmal jeder Drittligamannschaft gut zu Gesicht stehen, aber besonders natürlich auch dann Rot-Weiß Erfurt. Zum ersten Teil. Zum zweiten Teil, ich habe zwei Spiele von der A-Jugend gesehen, unter anderem Hannover 96 im Heimspiel. Und wir haben einmal die Woche, wie soll man es nennen, eine Trainerrunde, wo von der U17 alle Trainer teilnehmen und wollen wieder ins Leben rufen, was, glaube ich, so ein bisschen unter den Teppich gefallen ist, dass man einmal alle zwei Wochen vielleicht die besten Spieler der U17, der U19, der U23, vielleicht mixt mit ein paar Spielern aus jungen Leuten, die bei uns noch nicht so viele Spielanteile haben, und mit denen nochmal zusätzlich trainiert, um einfach einen Überblick über die Talente im Verein zu bekommen, den auch zu behalten, dass einem auf keinen Fall einer durchrutscht, mit dem man hier gerne arbeiten würde. Jetzt kommt eine Frage, die ja sozusagen deinen Bereich so ein bisschen sprengt, mehr ins Marketing reingeht. Weiß nicht, wie sehr du da antworten kannst, aber vielleicht dein Besuch auf der Burg beim Businessabend in der letzten Woche hat das eine oder andere, der ein oder anderen Aspekt da auch bei dir gegeben. Welche Maßnahmen gibt es, um weitere Sponsoren für Rot-Weiß Erfurt zu gewinnen und damit die wirtschaftliche Situation zu verbessern? Welche Maßnahmen gibt es, um ehemalige Sponsoren und Unterstützer von Rot-Weiß Erfurt zurückzugewinnen? Welchen Etat siehst du als realistisch an, wenn man mit einem Verein in der dritten Liga vielleicht auch mal wieder tatsächlich das Wort Aufstieg in die zweite Liga irgendwann mal wieder in den Mund nimmt? Also ohne den Leuten aus dem Marketing in ihr Handwerk pfuschen zu wollen, kann ich auch nicht. Das, was wir machen können, ist, einen Fußball anzubieten, den Leuten, der
der Spaß macht, wo man gerne ins Stadion kommt. Das wird nicht jedes Heimspiel gelingen, aber die Mannschaft braucht eine eigene Identität und wir müssen für was stehen. Und ich glaube, dann wird man auch wieder interessanter für Sponsoren. Das neue Stadion wird sein Übriges tun, da bin ich mir ganz sicher. Dass es etwas einfacher wird, an Leute heranzukommen, die uns unterstützen. Und ich glaube, naja, wir sind jetzt mit einem Etat ausgestattet, der am unteren Ende der dritten Liga anzusiedeln ist. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Und ein Etat, es gibt keinen Etat, der den Aufstieg garantiert. Aber realistisch fängt es an, deutlich über 3 Millionen. Mhm. Ganz andere Richtung. Valerie Lobanowski gilt, fragt hier jemand, als ihr Trainervorbild, weil er seinerzeit 10 Jahre voraus war, die Viererkette und die raumorientierte Deckung einführte. Hat der Trainer Stefan Krämer Ideen, wie der Fußball sich noch weiterentwickeln könnte, und möchte er seinem Vorbild Lobanowski nacheifern und selbst Spuren in den Taktik-Trainerbüchern hinterlassen? Also Lobanowski war seinerzeit sogar 20, 25, 30 Jahre voraus. Ich glaube, dass der Fußball in den letzten Jahren sich riesig entwickelt hat. Der wird sich auch immer noch weiterentwickeln, nur die Entwicklungssprünge werden aus meiner Sicht ein bisschen kleiner. Das wird mehr um Nuancen, um Feinheiten gehen. Und diesen Mut, mal aus dieser Routine auszubrechen, raus aus dem Kreis, hat mein alter Ausbilder immer mal gesagt, der wird einem so ein bisschen, ich will nicht sagen genommen, aber Fußball ist halt Tagesgeschäft und wir sind hier nicht in einem Ausbildungsclub und du hast nicht die Zeit, schon mal gar nicht im Abstiegskampf irgendwas auszuprobieren, wo du nicht sicher bist, ob es funktioniert. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht ständig überlegen, wie könnte man Dinge machen, und dieser Mut, ich hoffe, dass ich den selber aufbringe, mal aus diesem Kreis rauszukommen, den braucht der Fußball, um vielleicht auch wieder größere Entwicklungsschritte zu machen. Nur Fußball wird immer Fußball bleiben. Es wird Dinge geben, die vor 100 Jahren den Fußball beeinflusst haben, die ihn auch in 100 Jahren noch beeinflussen, wenn man den Fußball in Ruhe lässt und nicht zu viel an ihm rumdoktert. Die ein oder andere Regeländerung könnte ich mir vorstellen, die das Ganze ein bisschen verändert, aber auch nicht zu viel, um Gottes Willen. Und Fußball soll immer noch Fußball bleiben. Welche Spielphilosophie dominiert zurzeit? Einstellen auf den Gegner, um die Klasse zu halten, und oder das Umsetzen einer mittelfristigen Strategie für andere Ziele, auch im aktuellen Abstiegskampf? Ich glaube, da gibt es nicht schwarz oder weiß, sondern es ist immer eine Mischung aus beidem. Wir haben in Stuttgart uns quasi überhaupt nicht nach dem Gegner zum Beispiel gerichtet. Gerade in so einem Druckspiel wollten wir nur unser eigenes Ding machen. Das hat sehr gut funktioniert, aber jedes Spiel hat seine eigene Geschichte und jede Mannschaft hat Eigenheiten, auf die man eingehen muss. Da darf man auf keinen Fall den Fehler machen, ich gucke gar nicht nach dem Gegner, sondern mache nur mein Ding. Das funktioniert nicht, zumindest nicht unter den Voraussetzungen, unter denen wir jetzt hier arbeiten können. Das kann vielleicht Bayern München machen, und selbst die ändern ihre Strategie je nach Gegner auch hier und da schon mal ab. Also es ist eine Mischung, die prozentual sich von Woche zu Woche ein bisschen verschiebt, je nachdem, wie es gelaufen ist. Sehr interessante Frage kommt hier, sehr weitreichend, gar nicht so sehr unbedingt auf uns direkt zugeschnitten, mit offenem Fokus. Wie siehst du die Zusammensetzung der ersten 3 deutschen Ligen in den nächsten 5 Jahren? Reiche Dorfclubs und Emporkömmlinge verdrängen alteingesessene Clubs oder ein Revival der Traditionsvereine? Ich hoffe sehr aufs Zweite. Also Oldschool ist ja auch so ein bisschen meins, wobei ich mir oder mich auch sehr schwer tue, alles andere zu verteufeln, sondern natürlich wird Geld eine große Rolle spielen, vielleicht eine noch größere, als es dem Fußball gut tut, und vielleicht muss man irgendwann auch Mechanismen finden. In Amerika wird es ja versucht, beim Basketball, beim Eishockey glaube ich jetzt auch, in Kanada gewisse Regelungen und Mechanismen zu finden, die annähernd, man wird es nicht ganz schaffen, es schaffen, dass die Schere nicht zu weit auseinander geht. Und Fakt ist für mich eins, Tradition ist nicht bezahlbar. Mhm. Du hast früher als DJ aufgelegt, das haben wir eben gehört, in so einer Kneipe, und dann wird dir hier gerade der Musikgeschmack unterstellt in Richtung Independent. Wie grausam es für dich sein soll oder ist,
wenn Carsten Kammlott in der Kabine deutsche Schlager auflegt. Also, ich weiß das gar nicht. Haben wir da einen Spieler irgendwie so was zum Abspielen? Ja, tut er das? Ja, oder? Die Jungs haben in der Kabine ihre eigene Musik. Ja. Und ich muss sagen, ich bin heilfroh, dass ich meine eigene Kabine habe, weil das könnte ich mir nicht lange anhören. Und es stimmt, ich lieber independent, lieber laut und dunkel als zu soft und zu Mainstream. Wobei es da auch gute Sachen gibt. Also ich bin da nicht so festgelegt, aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann ist es schon eher etwas härter und lauter und schneller. Und bei den Spielern in der Kabine ist halt auch schon mal Schlager und so. Das ist jetzt nicht so meins, aber naja. Oh, jetzt ist der Frank schon an den Tasten. Unser Mann hier am Mischpult. Frank, was hast du denn für uns, also für die kurze Unterbrechung jetzt? Tja, ich habe für euch die Red Hot Chili Peppers und By the Way. Ja, da gehen wir nochmal mit einer Musikfrage gleich fließend über in unsere nächste Runde hier, in unsere Schlussrunde mit unserem Trainer, mit Stefan Krämer. Der macht schon Übungen auf dem Tabouret, wie der Franzose sagen wird, auf dem Hocker. Das ist ja eine Nackenverstärkung, ne? Wir sitzen hier so, aber gut. Also, lieber Herr Krämer, mit welcher Heavy-Metal-Band würden Sie unsere derzeit rot-weiße Mannschaft vergleichen und welcher Rocksong passt am besten zum aktuellen Abstiegskampf? Puh, das ist natürlich jetzt nicht so einfache Frage. Meine Lieblings-Heavy-Metal-Band war damals und ist heute immer noch Judas Priest, wenn nur noch die Älteren wahrscheinlich kennen. Und so spontan fällt mir auch von einer Band, die damals aktuell war, Saxon, der Song Never Surrender ein. Oh ja, das werden viele kennen. Jetzt natürlich nochmal das, was fast alle gefragt haben. Und das zeigt eigentlich ja auch schon deine Beliebtheit in dieser kurzen Zeit. Lieber Herr Krämer, könnten Sie sich eventuell schon jetzt vorstellen, über den Sommer hinaus in Erfurt zu bleiben, sprich den Vertrag zu verlängern? Haben ganz viele gefragt. Also ich fühle mich im Moment aktuell extrem wohl. Das Arbeiten mit der Mannschaft macht super viel Spaß und wir haben ja den Vertrag wirklich voll bewusst nur bis Sommer geschlossen, um alles andere als diese Zielsetzung erstmal auszublenden. Und wenn man das geschafft haben, dann werden wir auch ganz bestimmt
uns sehr, sehr schnell zusammensetzen. Aber wie gesagt, im Moment geht alle Konzentration und alle Kapazitäten, die ich in meiner Birne habe, drehen sich nur um die Erreichung dieses Ziels. Und mein Vertrag ist da über die Saison hinaus nicht wichtig. Ich bin in der Zwischenzeit am Blättern und sehe, dass einige nochmal nachfragen, ob du irgendwie zum Schluss nochmal jetzt in den letzten Tagen dann doch Kontakt mit Christian Preuß hattest, oder hat sich das nicht ergeben? Hat sich bis jetzt noch nicht ergeben. Hätte ich aber auch, also ich hätte es gern gemacht. Jetzt muss ich aber auch gestehen, so viel um die Ohren gehabt, dass ich das nicht aktiv verfolgt hätte. Wenn sich's ergibt, würde ich es gerne machen. Wenn es ein bisschen ruhiger wird, rufe ich ihn vielleicht einfach mal an. Und zum Schluss hier noch eine Sache, die, ja, da hätte ich auch schon Schwierigkeiten. Es geht nicht nur dabei um Rot-Weiß Erfurt alleine. Kannst du aus dem Stand heraus dein Dreamteam dritte Liga formulieren? Also man kennt das ja, Montags ist ja irgendwie so eine Mannschaft der Woche drin. So aus dem Hut raus, wer ist der beste Torwart für dich? Oder? Das ist schwer zu sagen. Also beste Abwehr. Mein aktuelles Dreamteam ist Rot-Weiß Erfurt. Das ist eine gute Antwort. So, und dann, dann haben wir es fast. Wir wollen noch mal gerade gleich auch kurz rausschalten zu unserem Vorstand, zu Thomas Kalt, den ich zu Beginn der Sendung ja auch noch angekündigt habe. Möchte aber nicht vergessen zu sagen, dass mir das ganz, ganz viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe, den Fans draußen auch. Und du hattest angekündigt, vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen spezifizieren, wenn es die Zeit erlaubt, auch mal rauszufahren, dass die Fangruppierungen sich melden können und du dann mal die auch vor Ort besuchst. Ja, also ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass wir gerade zu Hause, ich war übrigens auch extrem geflecht, was für eine gute Stimmung jetzt im Auswärtsblock in Stuttgart war, von der ersten Minute an bis zur 90. plus X durchgesungen, die Mannschaft angefeuert, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und diese Stimmung im Stadion zu erzeugen, ist mir total wichtig. Und ich meine das wirklich so, wie ich sage, das ist ein ganz entscheidender oder kann ein ganz entscheidender Faktor sein im Kampf um die Klasse, dass wir wirklich einen Hexenkessel erzeugen bei uns zu Hause, auch wenn das auf der Baustelle nicht so einfach ist, weil da natürlich vom Hall ein bisschen was verloren geht. Aber die Mannschaft ist extrem darauf angewiesen, dass sie unterstützt wird. Mhm. Und um das zu erreichen, wäre mir überhaupt nichts zu viel. Und ich würde abends, wenn irgendwelche Treffen sind und das gewünscht ist, gern dazukommen, um wirklich nochmal die Werbetrommel zu rühren, um Unterstützung zu werben für uns, in dem Wissen, dass wir immer auf dem Platz in Vorleistung gehen müssen. Das ist ja klar. Aber trotzdem gibt es Phasen in der dritten Liga, eigentlich in jedem Spiel, wo es auch mal schwer wird. Und gerade da brauchen wir die echten Rot-Weiß Erfurt-Fans. Und deswegen kann ich nur um diese Unterstützung bitten. Und wenn das dazu beitragen kann, dass es wirklich zu dieser Wechselwirkung zwischen Fans und Mannschaft kommt und das wirklich ein verschworener Haufen wird, fahre ich auch meinetwegen zwei- und dreimal die Woche abends zu irgendwelchen Treffen, wenn es denn gewünscht ist. Und nächste Woche Donnerstag ist schon das erste Treffen, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, vom Fanrat informiert worden bin. Da bist du beim Fanrat und ihr sprecht auch ein bisschen über Taktik, über Fußball. Genau, es geht weniger um, ich nenne es mal Boulevard, also es geht nicht um Tattoos und nicht um Sternzeichen, Musikgeschmack, sondern es soll wirklich auch ein bisschen tiefer gehen, über Taktik gehen, finde ich total spannend und freue ich mich drauf. Danke dir, Stefan. Wunderbar. Gerne. Bleib noch zwei Minuten bei mir. Wir schalten mal raus auf die Autobahn, nehme ich an. Dort müsste uns jetzt Thomas Kalt hören. Hallo, Herr Kalt. Ja, das macht die deutsche Autobahn möglich. Ja, ist gut, ja. Ja, Gruß an Trainer. Hat er gehört. Ja. Dankeschön, zurück. So, ich hoffe, die Verbindung ist so gut, dass wir beide nochmal zwei Themen ansprechen können, die die Anhänger von Rot-Weiß Erfurt in den letzten Tagen sehr bewegt haben. Das eine ist Punkt 1, die DFB-Strafe, die wir bekommen haben, sprich Teilausschluss jetzt am Wochenende gegen Würzburg. Eine weitere Begegnung könnte noch dazukommen. Wir stehen unter Bewährung für 12 Monate und dann die Geldstrafe noch. Es wird jetzt spekuliert, ist das eher ein günstiges Urteil gewesen oder aber war das hart für uns? Sie sind ja selbst in Frankfurt gewesen und haben versucht, die Sache sozusagen abzuschmelzen. Wie ist das gewesen? Und ja, die Frage schlechthin, ist das okay so, das Urteil? Also auf jeden Fall war es ein hartes Urteil für uns, aber es war das bestmögliche Urteil, das wir erreichen konnten.
weil die Vorstellungen in dem Gespräch waren schon so, dass die Sanktion eigentlich hätte höher ausfallen sollen. Wir haben dann aber eben klar machen können, dass wir tatsächlich alles versuchen, auch bis an die Grenze das machbar Möglichen, was ja gerade mit den sehr umstrittenen Kontrollen beim Spiel gegen Dynamo Dresden aufgezeigt wurde, da war ja nun mal eine Grenze da, über die sich auch viele Fans von uns, ich sage sogar zu Recht, geärgert haben. Also das hat aber der DFB im Umkehrschluss wiederum positiv bewertet, dass man alles versucht hat. Und wir sind eigentlich dann mit dem Ergebnis eigentlich ganz zufrieden gewesen. Nichtsdestotrotz ist die Strafe natürlich für Rot-Weiß Erfurt ein großer Verlust. Wir verlieren im Saldo ungefähr 20.000 Euro. Und das ist natürlich in der Situation, in der wir sind, ist das einfach normal nicht leistbar. Und wir stehen weiter unter Beobachtung. Das ist die Geschichte mit der Bewährung. Heißt, ja, unsererseits kann ja nur der Appell der sein, bitte alle friedlich, ruhig bleiben und sich halt eben doch den Rechts- und Verfahrensordnungen des DFB anzuschließen. Dazu gehört im Übrigen auch diese Geschichte mit dem scheiß DFB, diese Plakatierung, die man oft sieht. Das wird registriert, das wird am Ende bestraft und Sie haben es ja schon angedeutet, wir können es uns nicht mehr leisten. Ja, und ich denke, man muss es auch mal sehen. Wir haben ja heute eine Situation, dass heute jeder sein Handy, sein Smartphone dabei hat. Und alle möglichen Bilder, wenn es irgendwo mal Bengalos gibt, werden so anonym aufgenommen, auch gezeigt, ja. Aber wir kriegen eigentlich selten mal Bilder geliefert, wo wir, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, auch Täter mal zugespielt bekommen könnten. Mhm. Und weil das würde uns schon mal ein Stück helfen. Es würde auch einfach helfen, wenn man die Zivilcourage entwickelt, dass dann vielleicht der eine oder andere auch mal, solange seine persönliche Sicherheit nicht beeinträchtigt, die Leute selber versucht mal einzubremsen. Also wir können schon sehr gut unterscheiden zwischen Fußballbegeisterung und das, was oft als Chaotik und so weiter oder Randale dargestellt wird. Aber Fakt ist, dass gegen Magdeburg, auch wenn es in erster Linie nicht von unseren Fans ausgegangen ist, gegen Magdeburg einfach viele der Grenzen überschritten wurden. Mhm. Und damit leider ist es so, dass wir als Veranstalter, egal wer diese Grenze überschreitet, für alles, was bei uns im Rahmen unserer Veranstaltung steht, auch verantwortlich. Hm. Ja, damit sind wir schon bei Punkt 2. Die Nordtribüne, sprich jene Seite, die der Stadionallee zugewandt ist, soll nun eröffnet werden. Wird das gegen Halle der Fall sein? Und einige sagen, unverhohlen, einige Fans von Rot-Weiß Erfurt, dann kommen diejenigen in den Genuss aus Halle, die das gegen Magdeburg seinerzeit mitveranstaltet haben. Denn man wähnte ja auch die Saalefront unter den Tätern, für die wir dann bezahlt haben. Also es ist ja in der Tat eine sehr unglückliche Situation, über die unsere Fans zu Recht und auch wir sehr, sehr unglücklich sind, die allerdings so noch nicht feststeht. Wir haben keinen genauen Überblick, wann tatsächlich was geschieht im Bau. Fakt ist, dass in dem Moment, wo der Gäste-Stehplatzbereich, wo im Moment unsere Gästefans stehen, in dem Moment, wo der abgerissen wird, zu diesem Zeitpunkt soll dann der Nordostbereich geöffnet werden und dann müssen die gegnerischen Fans auf diesen Nordostbereich wechseln. Wir haben jetzt versucht zu prüfen, ob wir nicht sagen können, Mensch, können nicht unsere Fans in den Nordostbereich gehen und da, wo sie jetzt stehen, Stehplatz 5, 6, praktisch rechts neben der jetzigen Haupttribüne, platzieren wir die Gäste, aber das kann sich jeder selber ausmalen, die Antwort. Da ist natürlich diese räumliche Nähe zu den Erfurter Publikum und den Gästepublikum, das kriegen wir gerade als ein Verein, der jetzt unter Bewährung steht, der mit keiner Sicherheitsbehörde im Übrigen auch zu Recht genehmigt. Also es ist tatsächlich so, wenn der Stehplatzbereich im Gästebereich abgerissen wird, werden die Gäste für 2, 3 Spiele in die Nordostecke wandern. Wir haben so ein bisschen Hoffnung, dass gerade das Spiel gegen Halle, was ja mit der Sensibilität, die da auch eben angesprochen wurde, noch nicht in Betracht kommt, dass wir da zumindest noch die Kurve, die jetzige Gästekurve aufrechterhalten können. Aber das liegt einfach nicht in unseren Ermessen. Mhm. Da wir dieser Tage darüber auch im kleineren Kreise gesprochen haben, vielleicht ein paar Sätze noch zum Eröffnungsspiel gegen Mainz. Ja, das läuft im Moment sehr, sehr gut. Also wir haben gerade heute auf der Geschäftsstelle wieder zusammengesessen, haben gesehen, dass jeden Tag Arena-Pakete gekauft werden. Das freut uns natürlich, weil diese Arena-Pakete existenziell wichtig für den Verein sind. Wir haben eine wirtschaftlich schwierige Situation, das weiß jeder.
Und wir haben auch das Eröffnungsspiel gegenüber den DFB angepriesen, dass sie damit einen hohen Teil unseres Verlustes, der uns in dieser Saison erneut droht, ausgleichen wollen. Jedes Paket hilft, dieser Auflage gerecht zu werden. Das läuft ganz ordentlich. Wir sind dabei, das Rahmenprogramm zu stücken, weil ja rund um das Spiel mehr geboten wird als eben nur das Fußballspiel. Und ja, also von daher können wir nur an alle Fans appellieren, dies nicht wie ein Freundschaftsspiel zu betrachten, sondern wie ein ganz besonderer Moment für den RWE. Danke dafür. Letzte Frage. Stefan ist auch noch da, hört auch noch zu. Würzburg steht vor der Tür am Sonntag jetzt. Sie kennen, glaube ich, einen noch ganz gut aus Ihrer Offenbacher Zeit, den Torhüter, ne? Wolnikowski. Ja, Robert Wolnikowski. Ja, auf den freue ich mich ein bisschen am Sonntag. Hoffe, dass er einen seiner schlechteren Tage erwischt. Nur darauf sollten wir nicht bauen. Mit denen habe ich fünf sehr intensive Jahre gemeinsam erlebt. Das ist ein richtiger Typ, ja, und das wird man auch sehen. Das ist ein Hühne im Tor, eine gestandene Persönlichkeit. Ich glaube, es gibt keinen Torhüter in der dritten Liga, der so viel Spiel hat wie er. Die Erfahrung bringt er rein, aber da müssen unsere Jungs gut treffen, aber ich hoffe natürlich, dass uns das gelingt. Wir müssen erstmal bis zu ihm durchkommen. Die Brüder haben ja erst 16 Dinger kassiert, weil die Abwehrreihe davor ja schon auch aus Zement ist. Ja, wollen wir uns dazu durchringen, am Ende nochmal rundum zu tippen, wo sie gerade dran sind? Oder fangen wir mit Stefan an? Kann ein Trainer tippen? Ja, doch, du kannst Hoffnung äußern. Ich kann meinen Wunsch äußern und der wäre 1-0. 1-0, ja. Und ja, was sagen Sie? Ja, ich glaube auch nicht, dass es ein Schützenfest wird. Ich glaube aber auch, dass Würzburg ganz, ganz schwer wird. Ich wünsche mir auch einen Sieg. Aber man muss auch sehen, wie stark Würzburg bis jetzt auswärts aufgetreten ist. Vielleicht müssen wir am Schluss sogar akzeptieren, wenn es nur ein Punkt wäre. Aber ich würde sonst, hätte der Trainer nicht 1-0 getippt, hätte ich 1-0 getippt, so bleibt mir nur das 2-1. 2-1, okay. Frank, du auch noch zum Schluss. Ich bin sehr optimistisch. Ich tippe auf ein 3-1 für unseren RWE. So viele Dinge haben die ganze Saison noch nicht geschluckt. Tja, irgendwann muss der Knoten ja platzen. Gut, dann sage ich 3-0. Okay. Das, vielen Dank, Herr Kalt, und gute Fahrt weiter. Wir sehen uns dann am Sonntag. Dankeschön. Und ja, das war's, liebe Fans von Rot-Weiß Erfurt. Danke nochmal an Stefan. Gerne. Und danke an Frank, dass er am Mischpult alles so wunderbar da geregelt hat. Jo. Was hast du zum Schluss für uns als Rauswerfer? Als Rausschmeißer heute gibt's ein bisschen Musik von Linkin Park, Crawling. Viel Spaß. Ist doch auch was. Danke und tschüss und bis Sonntag. Ja, war doch gut.